Willkommen zu einem neuen Abenteuer. Dieses Mal haben wir 880 Rubels in der Tasche. Warum eigentlich 880 Rubels? Anstatt in 80 Tage um die Welt, versuchen wir es mit 880 Rubels zu schaffen, weil 80 zu wenig sind. Ein Stück Pizza, dieses da. Und ihr habt gesagt, das funktioniert nicht. So ist das eben, das allererste Mal und so erfolgreich. Wir wurden nicht mal nach dem Geld gefragt. Sascha, hier ist unser Geld. Duftet sehr gut. Wie schmeckt es dir? Naja, sie sieht doch nicht ansprechend aus. Stimmt, ein wenig Kräuter hätten es gut getan. Es sieht sehr nach Regen aus. Ich bin durstig. Wenn ich jetzt für Rubels kein Getränk bekomme, fange ich an, Regenwasser zu trinken. Danke. I don't have euro, I have rubles. Sie wollen uns nichts verkaufen. Wir gehen weiter. Sehr traurig. Anstatt von 20 Euro haben wir im Umtausch nur 12 Euro bekommen. Can I buy ice cream? Rabatt, Rabatt bitte. Probieren. Wir haben nun ungefähr 10,50 Euro übrig. Ich möchte bitte Lakritz Lolli. Ich lasse Andrei bezahlen und fange schon mal an, diesen Lolli zu essen. Schmeckt wie eine Salbe für die Nase oder sowas. Мазью примерно вот такой вкус. Алло. Алло. Алло, danke schön. Bueno. Ich hätte gerne zwei Stück Baklava mit Pistazien. Ich habe schon lange kein Türkisch gesprochen. Das war toll. Obwohl ich keine Süßigkeiten mag, schmeckt er richtig gut. Ich habe nur noch 1,50 in der Tasche und versuche bei dem französischen Stand irgendwas für 2 Euro zu bekommen. Damit es klappt, singe ich ein bisschen. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vielen Dank. Dankeschön. Sie haben uns gesagt, du hast gut gesungen. Danke an unsere Freunde aus Frankreich. Итак, мы закончили наше кулинарное путешествие. Fazit. Für 880 Rubels haben wir 12 Euro bekommen, 5 oder 6 Gerichte ausprobiert. Die Gerichte sind alle sehr anders als in Russland und sehr süß. Und nun, wir laufen nach Hause, zu Fuß und bei dem Regen, weil Geld für ein Busticket haben wir nicht mehr übrig. У нас не осталось.